Ja, hallo nach Wien. Ich stehe hier noch immer vor dem Weißen Haus. Wir schauen live bei der Auszählung mit hier auf diese Wand vor dem Ronald Reagan Gebäude beim Black Lives Matter Plaza werden die Ergebnisse hinauf gespielt und es herrscht hier Zweckoptimismus. Kurz, als man die ersten Ergebnisse von Florida genannt hat, war da hier absolute Depression, Stille. Jetzt allerdings sagt man, es könnte sich doch noch ausgehen, als man zum Beispiel gesehen hat, die ersten Ergebnisse aus Pennsylvania, hat man richtig aufgejubelt und auch Texas, dann hat man nicht damit gerechnet, dass der Biden vorne sein kann. Gut, es ist noch nicht ausgezählt, aber man sagt, es könnte sich vielleicht doch noch ausgehen. Kurzfristig war hier absolute Depression. Jetzt schaut schon wieder ein wenig besser aus, aber von einem Durchmarsch von Joe Biden, wie es die Umfragen gezeigt haben, die letzten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es ist Spannung, Spannung bis zuletzt und diese Spannung spürt man auch hier. So, Kali, darf ich dich fragen, wie glaubst du, werden die Reaktionen sein, wenn jetzt in den nächsten Minuten bekannt wird, dass Trump Florida gewinnen wird, also Biden das so wichtige Florida verlieren wird? Naja, die Leute haben mit vielen gerechnet, nur nicht mit dem. Vor allem Florida, haben sie geglaubt, wird sicher an Biden gehen. Aber was noch viel, viel größeres Frustrationsgefühl hier ausgelöst hat, war, dass Trump Virginia gewonnen hat. Das war immer ein blauer Staat, sagen sie. Jetzt ist da plötzlich Trump vorne. Aber wie ich es schon vorhin erwähnt habe, es herrscht hier noch Zweckoptimismus, wenngleich ein wenig eingebremst. Denn am frühen Abend war noch absolute Euphorie. Man hat an einem Durchmarsch von Joe Biden geglaubt. Jetzt steht es, wie gesagt, ganz knapp, spitz auf Knopf. Wir werden schauen, was die nächsten Ergebnisse bringen. Vor allem, als hier im Hintergrund aufgeleuchtet hat, dass Biden in Texas vorne liegt, da war natürlich der Jubel relativ groß. Allerdings bei Pennsylvania ebenso. Allerdings sind es erst 15% ausgezählte Stimmen und das sagt momentan noch gar nichts. Im Weißen Haus brennt Licht, das haben wir vorhin eben gesehen. Im Ostflügel bereitet man eine Party vor. Trump ist dort, seine First Lady Melania ist aus Florida ebenso angereist und 250 geladene Gäste. Ich glaube, innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde werden wir wirklich markante Ergebnisse kriegen und dann können wir vielleicht den ersten großen Trend ablesen. So, danke, Kali. Und du hast vor wenigen Minuten ein sehr spannendes Interview mit einer Biden-Anhängerin auf diesem Lafayette Square geführt. Und die war mit den Nerven schon ziemlich mitgenommen. Schauen Sie sich das bitte an. Catherine, you are from Washington. And at the moment, Trump is leading. What do you think? Will Trump make the race? My heart is racing when you say that. I think it's going to be a very long night. I think we're going to have ups and downs. I am surprised to see that he's leading this early in the evening, but I am hopeful that the night will progress and things will change. But there will be no landslide victory for Joe Biden, that's for sure, isn't it? I think you're right. And I think what that means is this is not going to be known tomorrow morning. It's probably going to be a few days before we know the outcome. And I think that's devastating for all of us. Did you expect this? Yeah, I did. Why? Look at our country. We're divided. We're divided. It's sad. Ja, eine geschockte Biden-Anhängerin sagt, look at our country, we are divided, it's sad. Und sie sagt, das wird Tage dauern,
bis dieses Ergebnis ausgezählt wird. Und jetzt schalten wir zu Herbert Dauernebel ins Biden Hauptquartier nach Delaware. Herbert, Delaware ist bereits an Biden gegangen, das heißt, ich nehme an, da hat es Jubel gegeben, aber ist die Stimmung in deinem Biden Hauptquartier auch ein bisschen so depressiv wie die dieser beiden Wählerinnen vor dem Weißen Haus? Ja, es ist schwer zu beurteilen, weil hier auf diesem Parkplatz, wo Joe Biden irgendwann eine Rede halten wird, ist es noch ganz still, ganz leise. Eigentlich, man sieht hier hinter mir fast keine Autos, noch fast keine Fans, eine wirklich fast triste Stimmung eigentlich oder ruhige Stimmung. So gesehen ist hier wenig von einer Reaktion zu beobachten. Aber natürlich wird es lange Gesichter gegeben haben bei der Biden-Kampagne. Und wie gesagt, das wurde ja bereits am Nachmittag schon ein wenig angekündigt, dass Florida schiefgehen könnte. Ich habe hier jetzt ebenfalls eine Biden-Anhängerin namens Alyssa. Hey, how are you, Alyssa? So it looks like that Florida seems to be, you know, probably a Trump win. That's a little bit of a setback. Yeah, it's a little bit of a setback, but like we're keeping our fingers crossed, right? We're hoping for the best. So you're not giving up any hopes, and you think that Joe Biden will pull it off? Hopefully, yeah. I mean, it isn't the only swing state. There's also Pennsylvania. That could be really crucial for a Biden win as well. So hoping for Pennsylvania, right? I don't want to jinx it or anything, but you know, there is always the possibility that Donald Trump might win again. What would this mean for this country? It would be really bad. But the best thing we can do is stay calm, accept it like adults, and hopefully be safe out there. Are you afraid there's going to be a lot of people? I think most of 60% of Americans fear there might be a civil war. I mean, it's way too early to tell. I mean, I think we should first focus on who wins. You know what I mean? But there have been rumors of like rioting after the election as well. But I just hope we all stay safe, right? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ja, also wie gesagt, man will hier die Hoffnung nicht aufgeben natürlich. Man hofft nach wie vor auf einen Sieg von Joe Biden. Allerdings sagt sie auch, natürlich, es gibt ein gewisses Unwohlsein über das gespaltene Land und der Möglichkeit, dass es hier zu Unruhen kommen könnte. Aber sie sagt eben, diese Frau, dass man hier einfach auf das Beste hoffen soll. Aber insgesamt natürlich sind die beiden Anhänger mit Euphorie in diesen Wahlabend gegangen. Sie haben ganz fest mit einem Sieg gerechnet. Und jetzt natürlich ist es ein Rückschlag und eine Zitterpartie. Und das natürlich ist besonders nervenaufreibend für die beiden Anhänger. Ja, danke, lieber Herbert Bauernebel aus dem Hauptquartier von Joe Biden.